Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15. Wir sind wieder hier und ich stelle noch meinen Timer gerade eben schnell und jetzt geht's weiter mit einer weiteren Runde WWE 2K15. Wir steigen zurück in den Ring und der Stand ist folgender: Wir haben noch nichts geplant für dich. Der Wikifinger ist mal wieder da. Das ist ja toll. Ich freue mich. Boah, Alter. Vorbereitungsmatch gegen Rob Van Dam. Das ballert, Alter. Mega krasses Match. Gegen Rob Van Dam, Alter. Das ist ja der Hammer. Boah, ich liebe Rob Van Dam. Was war im Tag Team mit Booker T damals? Alter, mega. Mega cool. Der war ja auch mit Kane schon mal im Tag Team, aber jetzt kommt erstmal Red Devil hier in Honolulu, Alter. Honolulu. Ah ja. Ja. Red Devil. Yo. Jawohl, Red Devil. Der im Moment so ein bisschen am Scheidepunkt steht. Ich frage mich nur, ich würde gerne mal, viele haben ja in den Kommentaren einen Heel-Turn gefordert. Ich frage mich nur, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man einen Heel-Turn hin? Was muss man tun, um Heel zu turnen? Man hat ja nicht Entscheidungsmöglichkeiten vom Spiel gegeben, sozusagen. Heißt das, dass ich muss mit Gegenständen auf meine Gegner einprügeln und per DQ verlieren oder sowas? Oder wie muss ich das machen? Wenn ihr da Tipps in den Kommentaren habt, um das Let's Play ein bisschen auf Vordermann wieder zu bringen, ein bisschen Power hier reinzubringen, schreibt's doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich und auch Red Devil würde ich freuen. Wenn wir unserem Charakter nochmal so ein bisschen frischen Wind geben könnten. Neue Entrance-Mucke, neues Aussehen, neue Persönlichkeit. Und hier kommt RVD. Er hat eines der coolsten Movesets überhaupt. Rob Van Dam, der Five Star Frog Splash ist einfach mega geil. Und erinnert mich immer so an Eddie Guerrero. Wobei der von Rob Van Dam natürlich nochmal eine Ecke härter ist. Ne? Und höher vor allem. Alter, Rob Van Dam war Here Comes the Pain früher immer. Einfach ein Star. Ich werde nie den Abend vergessen, an dem er den ersten WWE-Titel für sich selbst gewonnen hat. Bei ECW One Night Stand damals mit Paul Heyman, Alter. Als John Cena sein T-Shirt ins Publikum geschmissen hat, das T-Shirt kam zurückgeflogen. Mega einfach nur. So. Also, gegen Rob Van Dam. Ich weiß nicht, ich will gegen den gar nicht kämpfen eigentlich. Der ist mir viel zu lieb. Der sieht immer so nett aus. Tut mir leid. Entschuldigung. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Ich kann auch kicken, Mann. Bam. 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 Good night. Direkt mal anpinnen hier, oder was? Ich hätte so gefeiert, wenn der jetzt schon K.O. gewesen wäre. Tobi voll am Schwärmen und dann 1, 2, 3, fertig. Oh. Bam. Und noch ein Elbow hinterher, sehr schön. Ja, Rob Van Dam beißt sich ein bisschen uns die Zähne aus, habe ich das Gefühl, oder auch nicht. Vorsicht. Bam. Ja. Ja, er war schon da im Crabble. Und Belly to Belly, Alter. Ja, es ist schon übertrieben, wie wir hier durch die Gegend, also wie gut wir im Grunde genommen mittlerweile sind. Von der Stärke her einfach. Einfach Wahnsinn. Ne? Robby. Ich will ihn jetzt hier auch nicht mega dominieren. Was? Mal den hier noch. Bam! Schönes Ding. Das Ding ist halt auch, dass man die Schwierigkeit im Karrieremodus nicht einstellen kann. Aber ich kann ihn jetzt auch nicht bis zur Unendlichkeit hier totprügeln. Das geht ja nicht. Oh. Das Ding ist, dass er ja auch noch gar nicht platt ist.
Au. Ja, Royal Rumble wäre auch mega, wenn wir den irgendwann mal spielen dürften. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Oh. Ups. Sorry, Rob. Na, damit ist ein Comeback-Move hinfällig, ne? Tut mir fast schon ein bisschen leid. Na komm, ich bin auch noch nicht fertig mit dir. Rob. Rob to the band to the dam. Rob Van Dam. To the dam. Oh. Oh. Und jetzt gibt's den Spinebuster. Twist of Fate gibt's noch nicht, okay. Na komm, nein. Vorsicht, Vorsicht, nein, 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 nein. Oh, ich versuche die ganze Zeit schon... Ich versuche Rob Van Dam schon die ganze Zeit ins Ringseil zu wippen. Also, dass er da so hängt, weißt du? Nein. Komm mal her. So vielleicht und dann einmal schlagen. Nee, das bringt auch nichts. Vielleicht, wenn wir ihn jetzt aufheben. Und schlagen. Und schlagen. Und schlagen. Und jetzt können wir einen OMG-Moment machen. Können wir nicht. Mann! Tolle Wurst. Aber wir könnten ihn mal wieder hier in die Ringseile wippen. Was ist das eigentlich? Aua! Manu! Ich wollte eigentlich mal gucken. Was passiert, wenn wir diesen einen Move machen? Aber scheiß doch drauf jetzt, ey. Ich lass mich doch nicht verarschen von dir, Rob. Nur weil der Rob Van Dam heißt oder was? Hier in dem Wehen gibt's einen Face Crusher, Alter. Und so. Ein Twist of Fate oder was? Ja, Mann! So. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das mittlerweile drin haben. Nein. Doch, haben wir. Warte. Können wir seinen Finisher... Wir können seinen Finisher gar nicht klauen. Okay. Schade. Ich dachte, das würde funktionieren. Na, egal. Lass uns das Ding beenden. Ja. Jawohl. Und wir haben mal wieder gewonnen. Ich dachte, wir hätten vielleicht schon dieses Feature drin, dass wir seinen Finishing-Move klauen können. Scheinbar aber nicht. War das das Highlight überhaupt? Nein. Mega. Ja. Fass mich nicht an, Alter. Yeah. Nächstes Mal kriegt Chirio Fresse, Alter. Ich schwöre. Yes. Sehr gut. Eine weitere... Oder einen weiteren großen Namen haben wir besiegt. Gut Punkte eingeheimst für. Und dann würde ich mal sagen... Du machst Probleme in der Umkleide, Red Devil. Die Leute reden über dich, was? Ich mach gar nichts. Ich habe ein Gerücht gehört, dass du einen Streit hattest. Mit wem? Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich kann einige Leute nennen, die vielleicht Ärger mit mir wollen. Genau das ist es, ein Gerücht. Soweit ich weiß, bin ich in der Umkleide sehr beliebt. Sollen wir mal nehmen? Oh. Ist das jetzt unsere Strafe? Das 300.000. Match gegen Wade Barrett. Genau, aus Frankfurt, Germany. Und hier kommt Wade Barrett. Pünktlich zur Queen-Woche auf Vox. And approaching the ring from Preston, England, weighing 246 pounds, Wade Barrett. Jawohl. Bad News Barrett, die Barrett Barrage.
Und ich muss sagen, ich sage immer noch, hätten die Wade Barrett damals den WWE-Titel gegeben, als er noch der Nexus-Anführer war. Ja, ich glaube, dann würden wir Bad News Barrett oder Wade Barrett, wie er vorher hieß, mit ganz anderen Augen sehen. Ich glaube, er hätte dann ein besseres Standing, als er im Moment hat. Boom! So. Aber jetzt kriegt er erstmal die Hucke voll. Und zwar von einem echten Profi. Wie der Schiedsrichter. Na, klappt ja gut. Spinebuster Cover 1, 2, 3, fertig. Ich bin weg. Na komm. Wait. Wie sieht's aus, hm? Bock auf einen Fight hier draußen? Huch. Bam, ist kein Problem, kannst du haben. Mann! Jetzt raste ich aus, weil hier Gerüchte über mich verbreitet werden. Bam. Was ist denn, wie sieht's denn aus, wenn wir hier einen Spinebuster machen, warte? Oder so? Ja, fast. Schade. Ups. Achso, wir müssen mal wieder in den Ring rein, ne? Zwischendrin. Kein Ding, machen wir. Na? Wait. Nein. Nein, ich kriege dich. Hey, du Peter. Da sind wir. Okay, schade. Ich würde ihn gerne krabbeln. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja, sehr gut. Ich würde aber trotzdem gerne immer noch den Tisch da draußen kaputt machen. Wade Barrett, mitkommen. Na komm mit. Los mit dir. Pam. Was muss ich jetzt machen? Haut er ihn nur drauf, ne? Will ich aber nicht. Ich will, dass er den... Kaputt. Nein! Jetzt macht er es wahrscheinlich, wa? Jetzt macht er mich wieder in den Ring rein. Sag mal, willst du mich eigentlich verkackeiern, Wade? Willst du mich verkackeiern? Herr Barrett? Ich glaube, sie wollen es. Was war denn, wenn ich das hier mache? Ah, das war auch der. Yo. Auch gut. Nichts wird sein, wie es mal war. Mein Name ist John Shepard. Boah, wie viele Punkte der Booth gerade gebracht hat, krass. So, würde ich mal sagen, gibt es noch einen Highway to Hell. Oder auch nicht. Boah, das ist der erste seit langem, der mal wieder unser Signature-Move gecountert hat. Alter, nein. Boah, ich dachte schon, das kommt ein Submission-Move, das kann ich nämlich nicht. Oh ja, Wade, beug dich über mich. Was? Hui. Mano. Na komm, steh auf, Mann. Herr Barrett. Ich schieb dir. Nein, aber ich hätte ihn pinnen können. Ah, genau das wollte ich auch machen. Genau das wollte ich auch machen. Deuter Penner. Aua. Aua. Hat mir mein Popo wehgetan. Nein. Okay, wir müssen kontern. Bringt gar nichts. Nein. Bams. Wenn ich ihn jetzt aufhebe, heb ihn mal auf. Ah, da können wir so pinnen. Geil. Oh, Alter. Wie knapp. Hör auf. Wait. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt macht er mich hier kalt oder was? Willst du mich eigentlich verarschen? Nee. Niemals. Twist of Fate. Und jetzt covern. Komm, Red Devil, Mann. Was ist jetzt? Ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, wir sind tot. Ich kann nichts machen. Wir pinnen jetzt trotzdem, aber ich weiß nicht, ich glaube, das bringt aber nichts, ne? Doch. Nein! Was? Willst du mich verarschen? Probieren wir es halt nochmal. Wann ist Wade Barrett denn wieder so ein harter Brocken? Das war er doch sonst nie. Bam!
Ich überlege jetzt gerade, ob wir... Probieren wir mal, warte mal. So. Okay, es klappt einfach nicht. Ich weiß nicht mal warum. Doch, doch, doch. Ja. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Jetzt guck ich dir an, Mann, guck dir an. Ja, boah. Der ist immer wieder Hammer, das Ding. Schade, dass er nicht durch den Tisch geht. Das wäre geil. Nee, so mache ich das nicht. Ich wollte ihn auszählen lassen eigentlich. Aber ganz ehrlich, ne. Ja, natürlich. Jetzt kommt er wieder, weißt du. Jetzt kommt er wieder. Bam. Bam. So. Also wenn es das jetzt nicht gewesen ist, ne? Hallo? Leverage Pin? Ah ja. Jetzt aber. Rollen. 1, 2, Ende. Na also. Mit einem Bein im Grab? Weil. Warum? Warum bin ich mit einem Bein im Grab, hä? Ralle ich gerade irgendwie nicht. Aber gut, macht nichts. Da kommt dann mal der OMG-Moment. Da kommt der Achtung. Yo! Boah. Mega. Und da ist der Leverage-Pin. Und jetzt die Siegerehrung. Hammergeil. Hammergeil. Waren zwei gute Matches, finde ich, in dieser Folge. Die haben mir gefallen. Ernsthaft. War cool. Mal ein bisschen Abwechslung. Und wir machen echt gut Punkte. Angeblich prügelst du dich gerne in der Umkleiderkabine. Warum machen wir das nicht in der Öffentlichkeit? Oh, gegen Wade Barrett beim nächsten Pay-Per-View, oder was? Alles klar, Wade. Challenge accepted. In der nächsten Folge von WWE 2K15. Bis dahin. No mercy now. Ja, können wir mit einem Face-Superstar noch Spannung in dieses Let's Play bringen? Ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Wir schauen einfach mal, wie sich die nächsten Folgen so entwickeln. Und ich würde sagen, wenn das nichts wird, arbeiten wir langsam aber sicher auf einen Heel-Turn hin. Ihr müsst mir nur in den Kommentaren helfen, wie wir das am geschicktesten bei WWE 2K15 machen. Das weiß ich nämlich nicht. Weil so wirklich Entscheidungsfreiheit hat man ja nicht. Also einfach mal in die Kommentare schreiben, wie das funktionieren soll. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.